Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt-Video auf dem Kanal. Heute mit Pine vom Entwickler Twirlbound. Das Spiel kam am 10. Oktober 2019 heraus. Das ist jetzt ein paar Tage her. Und der Entwickler hat mir freundlicherweise einen kostenlosen Key zur Verfügung gestellt, damit wir dort mal ein bisschen reinschnuppern können. Wie immer, eine Stunde ungefähr schauen wir in das Spiel, schauen uns den Anfang an, schauen mal, wie sich das Ganze so anfühlt. Und wer dann mehr sich anschauen will, der kann sich ja das Spiel selber dann mal auf Steam zu Gemüte führen. Das Spiel selber ist offenbar ein Open-World-Adventure in einer simulierten Welt, in der es die Menschen niemals an die Spitze der Nahrungskette geschafft haben. Und von den Bildern her sieht es ein bisschen so aus wie Legend of Zelda Breath of the Wild von der Switch. Ich denke mal, es ist ein bisschen in einer abgespeckteren Variante, könnte ich mir vorstellen. Weil das Entwicklerteam natürlich auch nicht so groß ist. Aber es sieht auf alle Fälle schon mal vielversprechend aus. Und ja, wir werfen jetzt einfach mal einen Blick hinein und schauen mal, was uns hier erwartet. Viel Spaß damit! Müssen wir kurz lachen. Okay, es sieht so aus, als spielen wir den Hugh, der von seiner Oma, von seiner Tante oder was auch immer gerufen wird. Und ich sehe gerade, oh Gott, Moment mal eben. Ich muss mal eben hier die Steuerung umstellen. Wenn das denn hier möglich ist. Moment. Einstellungen. Steuerung. Muss das nämlich... oh Gott. Kann ich denn hier irgendwo... Moment. Ah, hier oben sind wir. Calibrate, Remove, Assign, Controller. Nee, Quatsch. Ich will einfach nur X- und Y-Achse umkehren. Oh, bitte lass mich das umkehren, Leute. Das müsste doch eigentlich mittlerweile Standard sein. Melee Ranged Movement Aiming. Okay, ich schaue mal eben nach, wo ich das umstellen kann und bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Die Steuerung passt. Links, rechts, hoch, runter. Wunderbar. Und es sollen B zum Sprinten gedrückt halten und mit Marla sprechen, die hier irgendwo hier unten ist. In diesem wunderschönen, beschaulichen Dorf. Können wir da gleich mal runterspringen? Hui. Da ist sie auch schon. Oh, war das jetzt Englisch oder war das eine Sondersprache? Okay, jetzt sagt sie gar nichts mehr. Wir sind mit den Vorbereitungen fast fertig. Ilma und Edwin haben um weitere Ressourcen für das Baumhaus gebeten. Ich würde ja deinen Bruder fragen, aber ich kann ihn nirgends finden. Das ist immer eine sehr gute Taktik. Wenn man gebraucht wird, sich einfach mal verstecken, dann muss man auch nichts arbeiten. Okay. Wir sollen Edwin und Ilma fragen, wie wir ihnen beim Bau helfen können. Ist das hier? Das ist Gronk. Okay. Gronk spielt auch mit. Der spielt aber auch überall mit immer, ne? Jedes Mal. Entweder er synchronisiert oder er ist hier ein langhaariger Bombenleger. Unglaublich. Okay, wo finden wir denn die beiden? Das ist die Frage. Ich glaube, da hinten ist ein riesig dicker, fetter, gelber Marker.
den man nicht übersehen sollte, wenn man Adventure spielt. Genau zur rechten Zeit, sagt sie. Oh Mann, die haben ein ganzes Baumhaus gebaut und jetzt bemerken sie, dass die Felsen brüchig sind. Wir brauchen Starrseil, Stofftuch. Marholz, okay. Ich habe nur die Hälfte verstanden, was ich jetzt liefern muss, aber ich habe ja die, Gott sei Dank die gelben Pfeile. Die Umgebung sieht eigentlich schon mal ganz nett aus, ist nicht ganz so detailliert, aber dafür eher ein bisschen so comichaft gehalten. Ne? Läuft sehr flüssig. So, wir sprechen mal mit dem, keine Ahnung wer das ist, der Gary. Ilmar und Edwin brauchen noch mehr Starrseil, okay. Starrseil wächst nicht auf Bäumen. Wir können aus Marholz etwas Starrseil herstellen. Verstehe. Starrseil ist doch ein Seil. Kann ich denn aus Holz Seil herstellen? Okay. Wir haben eine Idee erhalten. Ideen sind Pläne von Gegenständen, die du selbst herstellen kannst. Okay. Rufe dein Menü mit Start auf, geh zum Herstellungsreiter, um Ideen herzustellen, sobald du über die erforderlichen Ressourcen verfügst. Also, wir nehmen uns mal hier so ein bisschen Marholz. Und gehen mal zum Fertigen und können Starrseil herstellen. Ein hergestellter, geflochtener Faden, mit dem man Objekte beim Herstellen von Gegenständen zusammenbindet. Gegenstand anheften, bevorzugt abbrechen. Ich will ihn eigentlich herstellen mit X. Einer reicht. Okay. Weiter geht's. Die Sachen liefern wir dann alle zusammen ab. Oh, da drüben sehe ich ein Lagerfeuer. Bestimmt die Konkurrenz. Und hier liegt ganz viel Zeug. Morgenheu. Wir nehmen das einfach mal mit. Bei uns im Dorf ist Stehlen erlaubt. Morgenheu und Schottermoos. Stofftuch für das Baumhaus. Okay. Neue Idee, Stofftuch-Idee. Wie geht das herstellen? Starrseil, Morgenheu, Schotter. Wer kann mir das? Wir brauchen ein Stofftuch. Hätte die mir nicht jetzt beibringen sollen, wie man ein Stofftuch herstellt? So, jetzt Moment mal, wir waren hier im Beutel und ich muss natürlich auf Fertigen gehen. Okay, Stofftuch. Hergestellter, weicher und gewobener Stoff zur Überspannung von Objekten wie Schutzausrüstungen. Hergestellt aus Morgenheu und Schottermoos. Genau das, was wir vorab schon gestohlen haben. Her damit. So, wir bringen die Sachen zurück. Dann können die hoffentlich ihr Häuschen schön befestigen. Kann ich eigentlich springen? Oh ja. Hui, hui. Oh, da ist die Oma auch schon da. Hoffentlich reicht das auch, sagt sie. Natürlich. Wir werden nicht ins Außen Gelände gehen. Und es wird gefeiert, weil die ihr Baumhaus fertigstellen. So, wir suchen unseren Bruder. Ihr kennt das ja, ne? Die ganzen Lauf- und Hol- und Bringaufgaben, die man immer am Anfang machen muss. Damit man sich ein bisschen. Nimm mal den Großzapfen mit. Damit man sich ein bisschen hier mit der Steuerung vertraut macht. Und da ist er ja schon. Unser unsympathischer Bruder, der sich aber versteckt hat. Vor der Arbeit gedrückt. Gary hat mich den ganzen Tag lang Baumstämme schleppen lassen. Ach ja, klar. Natürlich.
Ich habe da unten eine von diesen weißen, schleimigen Kreaturen gesehen. Okay, es ist kein Englisch, es ist Fantasiesprache. Ich habe diese merkwürdige Konstruktion gefunden. Nein, weiß ich nicht. Ich weiß, wie man sie aufbekommt. Wir treffen uns am Ernteplatz. Wenn du fertig bist, dann zeige ich es dir. Okay, er hat hier unten irgendwas. Morgenheu. Das klauen wir ihm. Und dann ist er den ganzen Tag hier gehockt, hat ein bisschen in der Zeitung gelesen und sich hier ein bisschen über das Tal hier schön entspannt. So, wo müssen wir hin? Hier rüber. Wir schauen mal. Wir sollten noch schnell was essen, bevor wir uns ans Erkunden machen. Schnapp dir was von den Magerüams da drüben. Die werden dir deine Kräfte im Nu zurückbringen. Magerüams. Aha. Behalte auf dein Abenteuer deine Energie im Auge. Jede Aktion erschöpft deine Energie ein bisschen mehr. Essen ist deshalb für deine Effizienz unerlässlich. Hefte einen Gegenstand an deinen Anheften-Slot, um ihn für ein schnelles Häppchen auszuwählen. Du magst es durchhalten von LB. Essen kannst du während des Spiels durch schnelles anwählen. Halte LB gedrückt, um Nahrungsgegenstand anzuheften und iss ihn. Anheften. Anheften und verbrauchen. Jawoll, voll die Gurke. Mh, lecker. Nimm mal alle mit. Kann ich das hier auch? Nee, Getreide geht leider nicht. Ist hier noch mehr von diesem Zeug? Hier oben. Doch, Brotweizen. Nimm mal Brotweizen mit. Solange alles kostenlos ist, immer alles mitnehmen. Wer weiß, wann es das später noch gibt. Kann ja durchaus sein, dass man nochmal froh ist um diese Dinge. Und man sieht die Sachen, die man abernten kann, immer durch so ein kleines Rautensymbol. Bevor Mala ihren steinalten Kopf gedreht hat, sind wir schon wieder zurück. Also er will auf Erkundungstour gehen. Der letzte muss zwei Schüsseln von Malas Eintopf essen. Oha. Hey, du Cheater. Das war ja jetzt gemein. Müssen wir hier runter? Yep. Hier ist es. Ich habe ein paar Büsche entfernt und dann diese runden Dinge da hängen sehen. Wir müssen das mit irgendwas treffen. Okay. Er hat eine Steinschleuder mit dabei. Wir gucken mal. Du verfügst jederzeit über einen Nahkampf- und Fernkampf-Slot. Über X kannst du zwischen den beiden wechseln. Okay. Ah, Nahkampf ist leer. Und Fernkampf ist die Schleuder. LT? Nee. LT? Ah, easy. Wir als alter Rollenspielerfahrener, bester Let's Player der Welt. Überhaupt kein Problem. Wie er immer vorausrennt, ne? Oh, hier ist Dunst über Dunst. Hier gibt es nicht wirklich viel zu sehen. So, hier unten ist offen. Wir gehen jetzt mal hier rechts rum. Sackgasse. Schatzkiste! Sieht wie ein echtes Abenteurerwerkzeug aus. Okay, Nahkampfübung. Okay. Über RT können wir einen leichten Angriff machen.
Übe mit Amam. Wenn du es ein bisschen hinter deinen Kopf hältst und dann einen Schlag loslässt, wird das ein viel stärkerer Angriff. Ho, ruck, bam. Ich würde gerne mal die Kiste hier öffnen. Okay, das Ziel treten geht auch noch. Mit RB. Also, ganz easy. Spurz und Schläge kombiniert. Jetzt wird es aber kompliziert. Drücke B und dann RT. Oh Gott, sowas kann ich mir immer sehr schlecht merken. Vor allem, wenn du dann mal irgendwie, keine Ahnung, 2 Monate nicht mehr gespielt hast. Und dann sollst du solche Kombinationen wieder checken. Hey. Okay. Okay, bevor wir unseren Bruder retten, würde ich gerne das hier kaputt machen. Marholz, davon ist auch noch was. Das aber gar nichts tut. Und hier vorne auch nicht. Sind überall so komische Übungsteile. Amam, bist du in Ordnung? Links, links, rechts, sagt er. Frage ist, ob das auch für uns gilt. Eine Fackel. Links, links, rechts. Links, links, rechts, ja. So, wir müssen wieder hochschießen. Ach so, links, links, rechts. Ah, okay. Links. Links. Rechts. Es hat geklappt. Und er macht uns die Tür auf. Wunderbar. Natürlich gehen wir weiter. Lass uns etwas Nahrung essen, falls du noch was hast, dann können wir weitermachen. Ich brauche ja momentan nichts zu essen. Mein Lebensbalken müsste gut genug sein. Ja, der ist komplett aufgefüllt. Gehen mal eben hier hoch, ob wir hier noch was finden. Hier ist nur die alte Notiz. Links, links, rechts kennen wir schon. Oh, da geht's nach oben. Wieder ein kleines Rätsel. Dorfbewohner um ein Feuer und ein Dorfbewohner verlässt den Wald. Muss ein Abenteurer sein. Das heißt, dass es irgendwann Menschen im Außengebiet gegeben hat? Natürlich. Wir könnten eines Tages dorthin zurückkehren. Maler, davon erzählen müssen wir jetzt nicht. Ich will eigentlich hier weiter erkunden, Leute. Okay, er kommt nach. Wir gehen mal hier oben weiter. Sehr gut gemacht. Komme ich denn hier rüber? Natürlich. Springen. Ein Stofftuch. Es ist unglaublich. Das war's aber auch schon. Also wir müssen den Weg wieder zurücklaufen. Das heißt, hier ist aber die Höhle schon zu Ende.
So, wir haben auch eine Ausdauer offenbar, die langsam weniger wird. Wenn wir mal ein bisschen länger spurten. Oh, oh, wir werden schon erwartet. Das gibt an Piff. Du bist echt unverbesserlich. Aber den jungen Hu mitzunehmen. Ihr wisst doch, dass ihr das Dorfgebiet niemals verlassen sollt. Es interessiert mich nicht, was für einen Unsinn ihr entdeckt habt. Meine Güte, wir sind gerade mal 10 Meter gelaufen. Okay, auf zur Zeremonie. So, eine Einweihung des Baumhauses ist ja nicht zu verachten. Ganz wichtige Zeremonie. Ist quasi das Richtfest hier in dieser Welt. Soy no gral papanteb, jexen porra, no pego barokkab, emhor gorve pagotbi. Unser neues Haus steht felsenfest da. Wenn der das jetzt schon so sagt, dann wisst ihr ja, was gleich passiert. Das fällt doch jetzt gleich in sich zusammen oder rutscht ab. Unser nächstes Haus wird direkt neben diesem hier stehen. Er hat schon wieder geplant für ein neues Haus. Zeit für Eintopf! Mehr bitte ecken oe honje ich solo tevi horo. Das nächste runde Baumhaus aus Holz. Wenn ich jemals Häuptling werden sollte, dann werden wir das auf jeden Fall ändern. Dann gibt es eckige Baumhäuser. Oh oh. Achtung, ein Baumhaus fällt. Natürlich. Oh oh. Was denn jetzt? Jetzt fällt hier. Uiuiui. Der ganze Berg bricht zusammen. Ist er tot jetzt oder? Oh Gott, Gott. Der arme Kerl. lecker Rüsselschmalz. Schön anknutschen. Du bist von oben gekommen, oder? Ich habe schon immer vermutet, dass da oben auf dieser Klippe was im Gange ist. Ach so, wir sind runtergefallen, nicht unser Bruder. Ich dachte, unser Bruder ist runtergefallen. Ah. Komm mit, sagt er. Ein Riecher für Abenteuer. Ja gut, wir folgen ihm mal. Wir können auch schwimmen, das ist schon mal sehr schön. Und wir nehmen natürlich wieder alles mit, was hier rumliegt. Solange unser Inventar nicht voll ist, nehme ich alles mit. Oh, Teister. Und er gehört zu den Tambas. Ich muss diese Brücke reparieren, um meinen Alpha-Fanten wieder da hochzubringen. Du hilfst mir, etwas Marholz und Starrseil für die Brücke und etwas Nahrung für meinen Alpha-Fanten zu besorgen, denn sie hat ziemlich Hunger. Als Gegenleistung besorge ich dir was für diese Blockade.
Da können wir ja durch die Löcher durchgehen. Das sehe ich doch von hier. Na gut, wir müssen wieder Ressourcen sammeln. Und dann wieder basteln. Aber wir schauen uns mal kurz diese Mega-Blockade hier an. Neue Nahrung, Karant. Da können wir doch durchkrabbeln. Ich meine ja nur, guckt euch das an. Wir sind so klein und dünn. Können wir locker durchkrabbeln. So, wir haben Marholz. Wir brauchen Starrseil, 2 Stück. Und wir brauchen 3 Karant. Die hier eventuell irgendwo sein sollten. 6 Karat, nicht 3. Nee, das ist Holz. Das sind Steine. Schlüsselgraphit. Aber nichts zu essen. Wächst das nach? Habe ich das übersehen? Oh, wir haben schon alle. Ach, wir bekommen immer mehr, wenn wir eins pflücken. Aha. Das hätten wir. Keiner von uns ist stark genug, die Brücke tatsächlich neu zu bauen. Aber ich werde jemanden finden, der es kann. Okay. Sprengstofffläschchen bekommen, Fässchen bekommen wir. Wenn du das Ding mit einem Projektil triffst, geht es direkt in die Luft. Das hat er uns jetzt geschenkt oder haben wir auch eine Anleitung dafür? Nee, nur geschenkt. Okay. Ich leg das mal ab, wenn das geht. Gegenstand fallen lassen. Was ist jetzt? Exhausted. Sehr gut. Easy. Wir verabschieden uns gar nicht lange vom Kollegen, sondern betreten gleich mal die Höhle hier. Ah, und da kommen wieder ein paar Rätsel. Lass mich raten. Und unser erster richtiger Gegner, offenbar. Eine Echse. Allzu freundlich scheint er nicht zu sein. Ich wünschte, Amam wäre hier. Natürlich, wir werden gegen ihn kämpfen. Und wir werden ihn vorher beschießen. Direkt auf den Kopf. Das irgendwie gar nichts bringt. Okay, das bringt nichts. Auf geht's. Jetzt mal schön in den Hintern treten. Er explodiert leicht. Vergiss nicht, Feinde durch Benutzung von RB von den Füßen zu holen. Oi. Okay, also das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Ganze. Uiuiui. Ich werde mal kurz was essen. Nom 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 nom. Jetzt schießt er auch noch. Ich mach mal den Mega-Angriff. Oh, der war gut. Okay. Huiuiui. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig hier, die Steuerung mit dem Kampf.
Schnapper Oberschenkel, natürlich. Etwas zu essen. Eieiei. Seltsam. Na gut, was haben wir hier oben? Okay. Oh, wir sind wieder da. Und die Kiste ist auch wieder da. Jetzt sind wir wieder in der alten Höhle zurück. Da werden sich die Leute aber freuen, wenn sie uns wieder sehen. Vorausgesetzt, die sind überhaupt noch am Leben, alle. Oh, hier ist alles kaputt. Hallo? Da ist die Versammlung. Hallo? Oh, bei Mutters Gnade, du bist in Sicherheit. Nein, kein Problem. Wir haben gut überlebt. Ich habe diese wundersame Kreatur namens Oth getroffen. Hat er dich verletzt? What? Er war sehr nett zu mir. Wo ist Amam? Oh nein, Amam ist tot. Luja, Edwin und Iam haben nicht überlebt. Und er gehört auch zu den Opfern. Oh, das ist aber... Naja, schade. Wir haben ihn gefunden. Er muss dich von der Gefahr weggestoßen haben. Ach so, dann ist ihm der Baum auf den Kopf gefallen. Und er hat uns weggeschubst. Aber die... Haben die ihn jetzt gefunden oder haben die ihn nicht gefunden? Sie hat gesagt, sie haben ihn gefunden. Finde Amam bei seinem Aussichtspunkt. Verstehe ich nicht. Sie haben doch gesagt, sie haben ihn gefunden. Vielleicht war das ein Übersetzungsfehler. Oh, was ist das hier? Ein Großzapfen. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen beim Rumklettern. Man kann hier überall offenbar hochklettern, aber man kann auch überall runterfallen. Das hier ist seine Karte. Er wollte die ganze Welt kartografieren. Und diese Aufgabe fällt nun uns offenbar zu. Aber ich verstehe es immer noch nicht. Wurde die Leiche gefunden oder nicht? Okay, also wir sind davon überzeugt, dass da draußen noch was Besseres ist. Und die sind natürlich so verbohrt und glauben das nicht. Und deswegen werden wir uns offenbar zu einer Reise aufmachen. Eine Reise in das Außengebiet. Und da sind wir schon. Wir haben uns gar nicht verabschiedet jetzt. Du hast jetzt Amams Karte. Du kannst sie über Back aufrufen. Ja. Das nächste Ziel ist ein Erkundungsziel. Also, ich bin der rote Pfeil hier. Und das hier ist der Erkundungsbereich. Auf geht's. Ah, jetzt ist auch die Brücke gebaut worden. Und wir sollten mal kurz was essen.
finde Oth, sagt er. Du befindest dich jetzt im Erkundungsgebiet. Dies wird auf deinem Kompass dargestellt. Das Ziel ist in der Nähe. Ist ja das da vorne? Was ist hier oben? Ich lasse mich schon wieder ablenken. Ein Fluffy-Ei. Ist das hier? Nee. Da ist nochmal was zu essen. Und eine Tinkblume. Was auch immer das ist. Guck mal da runter. Ah, da ist schon wieder sehr viel zum Erkunden, ne? Das lädt alles quasi jetzt hier ein zum Erkunden. Wir müssen eh in die Richtung hier runter. In diese Richtung runter. Na dann. Auf geht's. Ach, da ist er. Der Oth. Ah, wir sind aber wieder zurück. Ja. Etwas Schreckliches ist geschehen. Wieso hat er denn da jetzt so gelacht? Hahaha, ein Erdrutsch. Wir können nicht länger auf dieser Klippe leben. Ja, wir müssen umziehen. Halte nach Behältern Ausschau, die man Spendenkästen nennt. Sie werden von allen Spezies benutzt, um in gefährlichen Zeiten Ressourcen zu teilen und zu schenken. Wenn du einem Dorf ein Angebot machst und dieses Dorf dann... Was? Und dieses dort dann findest, könnten sie dich vielleicht reinlassen oder dir sogar helfen. Ein bisschen Übersetzungsfehler sind noch drin. Wir Tambas, wir ziehen es vor, im Komfort unserer Häuser zu beobachten, zu lernen und zu studieren. Wo hat er denn sein Haus? Werde es auf deiner Karte markieren, sollten wir dich jemals brauchen. Es liegt im Zentrum der Insel. Okay. Deine Beziehungen zu den Spezies werden im Pausenmenü angezeigt. Ah, es gibt also auch Fraktionen. Spendenkästen finden sich in der Nähe von Dörfern entlang der Straßen, die zu ihnen führen. Wenn du spendest, werden die Gegenstände zum betreffenden Dorf transferiert. Dies beeinflusst auch die Beziehungen zu allen Kreaturen dieser Art. Aber was muss ich denen spenden? Freunde dich mit einer beliebigen Spezies auf der Insel an, schenke einem beliebigen Dorf über seinen Spendenkasten Gegenstände. Bevor wir das machen, würde ich gerne mal hier rüberspringen. Nur mal testweise. Oh, ich hoffe, ich muss da nicht wieder von vorne anfangen. Wenn ich jetzt irgendwie drauf gehe. Hier passiert gar nichts. Nein, ich wollte nichts essen. Muss ich auf das schießen vielleicht? Nein, jetzt hör mal auf zu essen. Ich wollte nichts essen. Ne, offenbar nicht. Das sieht irgendwie wie eine Brücke aus, oder? Das rüber geht. Einer Seite auf die andere. Na gut. Ist vielleicht für uns jetzt noch nicht nutzbar. Wir gehen mal runter an den Strand. Und schauen mal, ob wir Freunde finden. Nicht immer ganz einfach, Freunde zu finden. Aber wir kriegen das hin. Vogelpfeffer. Da liegt noch ein bisschen Dung, oder? Was ist das hier? Kann man nicht sagen. Ein Geheimnis entdeckt. Schlüsselgraphit. So, und da unten ist so ein Geschenkkasten. Sandstein, okay. Wie viel haben wir eigentlich Platz hier drin? Das sieht noch ganz gut aus. Drei Stück, drei Plätze noch frei. Wer schreibt mich denn hier an? Oh, hörst du auf? Uiuiui. Okay, also ich würde mal eben in den Nahkampf auf hier rumzusabbern.
Alter, hat er mich aber hier. Uiuiui, ich bin ja schon fast tot. Schnell was essen. Nochmal was essen. Hör auf jetzt. Versuche ich mal umzuboxen jetzt. Aha. Hallo? Ach, der hat sowas wie einen Schild. Aha. Jawohl, schön hier drauf. Was hat er jetzt gemacht? Er hat sich geheilt. Der Schlumpf. Ah, oh Mann. Er ist schon ganz schön stark hier. Also, wenn das jetzt hier so ein Anfangsgegner ist. Heilwitzka. So, jetzt haben wir auch einen kurzen Einblick noch gesehen unter das Level. Gerade eben. Uiuiui. Der war aber ganz schön schwierig jetzt. Oder ich stelle mich wieder mal so an. Also das Kampfsystem ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, weil es ein bisschen träge irgendwie reagiert. Wir probieren das natürlich nochmal. Ist jetzt die Frage, ob ich jetzt immer noch meine gleichen Sachen habe. Ja, das hier ist immer noch nicht geplündert. Ich habe ja auch nicht manuell jetzt gespeichert selber. Oben, komischerweise, das ist nicht mehr da. So, kommt der Kollege jetzt nochmal runter oder? Na gut, wir schauen uns mal den komischen Spendenkasten an. Und jetzt müssen wir irgendwas hier reinsetzen, das bringt ja gar nichts. Was, das ist ja gar nichts. Ich kann ihnen alles geben, was ich habe. Ich will ihnen ja nicht alles geben jetzt. Ein bisschen was brauchen wir auch noch, damit wir Verpflegung haben. Bestätigen. Ein freundlich gesinntes Dorf. Frage ist jetzt, sind die uns schon freundlich gesinnt oder erst, wenn wir die nächste Stufe erreichen? Und wer war überhaupt der kleine Spucker hier? Wir schauen mal, wie sie uns empfangen hier. In diesem Dorf. Das etwas leer ist. Hallo? Ah, jetzt greift er mich endlich an. Okay, vielleicht hätte ich einfach auch nur ein Teil hier geben sollen. Er schaut einfach mal hier ein bisschen runter, hat 3 Punkte über dem Kopf. Da ist auch nochmal so ein komischer Frosch. Und da ist der Oberfrosch auf seinem Thron. Spielen mir meine Augen einen Streich, ein Mensch in Fleisch und Blut. Okay, offenbar kennt man uns nicht wirklich. Ich heiße Hue und komme von Zu, den instabilen Klippen. Wortwörtlich. Ich bewundere deine Tapferkeit, sagt er. Okay, er ist nicht kooperativ. Ich werde ihm gleich mal die Zähne ziehen. Nicht jeder wird aber mein friedliches Interesse an den Menschen teilen. Ich werde unseren Dorfhändler einen alten Schild holen lassen. In unserem Lager ist bestimmt noch einer, der für deine Hände geeignet ist. Okay, wir können uns ein Schild holen. Von irgendjemanden. Und wir sollen in der Zwischenzeit hier ein bisschen erkunden. Was ist das hier? Das ist aber ein großer Turm. Ich kann sie am Horizont sehen. Er scheint den Reichtum und die Bevölkerungsstärke dieses Dorfes anzuzeigen.
Das Totem eines Dorfes repräsentiert die Spezies und die Stärke des Dorfes im jeweiligen Territorium. Sammler des Dorfes sind ständig damit beschäftigt, in der näheren Dorfumgebung Nahrung zu sammeln und sie zum Totem zu bringen. Können wir da was abzwacken von der Nahrung? Ich meine ja nur ein bisschen was wegnehmen oder so. Für uns selber. So, da ist der Händler. Je merkwürdiger der Kunde aussieht, desto reicher ist er. Das trifft auf uns natürlich genau zu. Oh, und wir bekommen ein paar Ideen von ihm. Der Dorfhändler tauscht Gegenstände, die Sammler und Händler angesammelt haben. Sie bieten auch besondere Gegenstände, wie beispielsweise Ideen an. Sammler des Dorfes sind ständig damit beschäftigt, in der näheren Dorfumgebung Material zu sammeln und es zum Händlertisch zu bringen. Da ist offenbar wirklich so eine kleine, also die Programmierung im Hintergrund stattet die Händler offenbar nicht automatisch mit irgendwelchen Waren aus, sondern da ist so ein kleines Sammelsystem dahinter. Okay, bekomme ich von dir jetzt den Schild schon, oder? So, also er dürfte ja jetzt eigentlich nicht mit uns handeln, so wie ich ihn verstanden habe. Wir haben hier ein paar Ideen. Stofftuch-Idee kennen wir schon, Spucker-Beinlinge-Idee, Spucker-Handgelenkschoner-Idee. Oh Gott, oh Gott, da geht ja gar nichts. Probier's mal. Tauschhandel. Ich tausche nur mit Freunden, sagt er, natürlich. Aber mich vorher schön alles ausfüllen lassen. Das habe ich gern. Was ist das hier? Ein Hobbithaus. Was muss ich denn noch alles erkunden? Wir haben hier so einen Balken unter unserem Quest-Text. Das heißt, wir müssen einfach nur hier herumlaufen. Das ist wohl der Abfallplatz. Dann haben wir den auch schon mal gesehen. Das sieht ja alles so aus, als könnte man hier noch Sachen bauen, ne? Als würden hier die Leute vielleicht irgendwann mal noch Häuser bauen, wenn das Dorf noch weiter wächst. Als wäre hier schon von den Programmierern, von den Entwicklern, ein bisschen was vorbereitet. Oh, waren wir hier drüben schon? Da oben sehe ich was leuchten. Da muss ich aber von oben runterspringen. Geh mal hier hoch den Berg. Ach, da ist schon wieder so ein komischer Kasten. Jetzt pass mal auf. Wir werden jetzt mal irgendwie hier runterrutschen, oder? Das kann ja nicht so schwer sein. Amphiskus-Kugel. Ein neues Sammlerstück. Ich weiß nicht, was ich aktuell noch machen muss. Hier unten vielleicht? Ich spreche nochmal mit dem Chef hier. Geht nicht. Hier unten. Ah, hier sind auch nochmal so Händler. Oder was ist das? Interagieren. Ein komplizierter Radmechanismus. Er scheint die Beziehungen zwischen diesen Kreaturen darzustellen. Anscheinend sind die Roten ihre Feinde, Grün steht wohl für Verbündete und die Weißen sind neutral.
Scheiben auf der Tafel drehen sich jedes Mal, wenn eine Beziehungsaktion von einer Spezies auf der Insel durchgeführt wird. Okay. Jetzt haben wir alles erkundet. Ein Rad mit Rot, Grün und Weiß Bereich. Und der Bereich, der oben ist, ist wahrscheinlich der, der aktuell zählt. Bisschen verwirrend das Ganze. So, wir holen uns mal unser Schild ab. Oh, ziemlich großer Schild sogar. Mit Schilden kannst du dich gegen Angriffe verteidigen. Nimm eine Blockhaltung ein, indem du LT drückst. Du kannst dein Schild nicht ewig vor dich halten. Im Laufe der Zeit, auch bedingt durch Angriffe, erschöpft sich deine Schildausdauer. Ich habe mein Schild aber offenbar nicht ausgerüstet. LT kann ich momentan nicht drücken. Ich spreche mal mit dem Oberboss. Ich freue mich, dass du dein Schild gefunden hast, junger Mensch. Sieht trotzdem wie eine zerbrechliche Tinkblume aus. Angeber. Groff könnte uns noch ein bisschen besser ausrüsten. Er ist im Pollenpass. Okay. Also, wir müssen in diese Richtung ungefähr. Hier hoch. Zum Pollenpass. Ob es hier auch einen richtigen Tag- und Nachtwechsel gibt. Momentan ist ja dunkelste Nacht. Fast dunkelste Nacht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sich das dynamisch ändert. Ich meine, wenn sich die Beziehungen zu den unterschiedlichen Stämmen ändern, dynamisch, dann wird wohl so ein Tag-Nacht-Wechsel auch kein Problem sein. So, wir gehen mal ungefähr in diese Richtung. Solfodil. Okay, wir haben eine Höhle. Ist das... Das sieht aus, als müssten wir hier rein. Eine Rätselhöhle. Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Ich denke, ich muss beide anzünden. Ich kann hier durchlaufen. Da ist schon wieder so ein komischer Glühkasten, dem ich nicht weiß, was ich mit dem machen soll. Wir gehen mal hinten raus. Ja, wir sind einfach nur hinten raus jetzt. Okay, hier geht es auf alle Fälle hoch mit einer Brücke. Eisen. Geh mal über die Brücke. Vielleicht ist ja der Kollege hier oben. Er ist eigentlich mehr rechts von uns jetzt. So, bitte nicht angreifen jetzt. Wer immer hier ist in dieser Umgebung, da ist gar nichts. Aha, ein Amphiskus.
Oh, da können wir doch bestimmt heranschießen. Oh, Mist. Nochmal. Nein, ich wollte doch hier raus. Was haben wir denn hier? Eine scharfe Pfeile-Idee. Oh, sehr schön, scharfe Pfeile. Jede Menge scharfe Pfeile. Und ein Keilwaldbogen. Kann ich den denn ausrüsten jetzt? Statt unserer Schleuder. Ein einfacher Bogen aus Kiefernholz, mit dem man mittlere Distanz mittleren Schaden verursacht. Gegenstand ausrüsten. Jawohl. Ich denke mal, die Pfeile hat er MTDE hat er automatisch ausgerüstet. Okay. So, wir müssen jetzt nochmal runter. Und zwar hier kann ich doch einfach springen. Weichglas. Muskelbräu-Idee. Ah, oh, da gibt es aber ganz schön viele Ideen jetzt hier. Hosenideen. Schottermoos, Großzapfen, Marholz und Starrseil. Stofftuch und Starrseil. Wir können das aktuell nicht herstellen, leider. So, und hier drüben war auch noch was. Da kann man auch nochmal hochschießen. Ach so, Mist. Wir müssen nochmal hoch. Ich würde aber jetzt doch nochmal hier wechseln, die Ausrüstung, weil offenbar verbrauche ich Pfeile, wenn ich hier schieße. Was nicht so toll ist für solche Aufgaben jetzt. Ich habe noch 3 Pfeile. Oh, ich habe sogar was zum Anziehen. Ah, wir haben sogar Keilwald Handgelenkschoner. Ausrüsten. Und Keilwald Beinschützer. Und hier das Schild. Also auch nur ausrüsten. Alles einfach mal ausrüsten, was wir haben. So, kann ich denn hier rüber? Man nennt uns auch den Schleuderexperten. Albamar-Schlüssel erforderlich. Ich habe keinen Albamar-Schlüssel. Schade. Na gut. Also, der Kollege ist wahrscheinlich wirklich hier in dieser komischen Höhle drin. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube nicht, dass der hier oben auf dem Berg ist. Ich denke, wir müssen irgendwie dieses komische Rätsel lösen. Ansonsten wäre er genau jetzt hier. Er ist direkt unter uns. Wir müssen das komische Rätsel lösen. Ein Rätsel der Höhle. Und die Höhle war irgendwo anders. Ich habe das schon wieder vergessen. Jetzt wird übrigens Tag. Sehen wir das auch mal. Wo war denn die Höhle? Oh Mann. Können wir mal kurz, Moment, wir probieren mal unseren Bogen aus. Und dann schieße ich hier mal. Oh, Drecksack. Habe ich noch Pfeile? Achso, ich habe keine Pfeile, deswegen. Okay, Ausrüstung. So, dann machen wir dich halt einfach so kaputt. Ist ja auch kein... Oh, wir haben ja auch ein Schild, genau. Alter, der braucht halt auch ewig, bis er hier irgendwas macht. Ja.
Also da musst du dich echt jetzt an die Steuerung gewöhnen. Ich sehe gerade, wir haben ziemlich wenig an Heilung. Okay, er will nicht schlagen. Also wenn du da mal irgendwie so 2-3 Gegner hast, wie es zum Beispiel bei Zelda eigentlich auch üblich ist, da tust du dich hier aber schon ordentlich schwer. Muss ich jetzt schon mal unumwunden ansprechen hier. Jetzt pass mal auf, ich würde gern so zum Abschluss noch diese komische Höhle lösen. Wo auch immer die war. Die war hier unten. So, wir gehen nochmal rein. Eventuell brauchen wir hier auch irgendwie noch eine bestimmte Voraussetzung. Das kann ja auch sein. Aber ich hätte jetzt einfach gesagt, vielleicht... Keine Ahnung. Kann man das nicht anzünden, das Teil? Diese Fackel? Nee. Hä? Ich verstehe es nicht. Vielleicht muss ich es auch irgendwie löschen. Hä? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe, wieso das jetzt funktioniert hat. Das war ja jetzt, so wie es jetzt ist, war doch eigentlich die Ausgangsposition, oder? Das ist ja... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was war das denn? Irgendwas kaputt gegangen? Okay. Dunkle, dunkle Höhle. Und ein großer Tisch. Ein viel größerer Tisch. Okay. Ein Mammut. Sieht ein bisschen aus wie bei Ice Age. Wir begrüßen ihn mal, okay? Welch ein Glück, sagt er. Er ist uns also freundlich gesonnen. Und er heißt Groff. Okay, er verlässt niemals seine Höhle. Abgesehen von euch Menschen könnte ich nur die Gegenwart meiner Schwester ertragen. Ich sollte für dich Schutzausrüstung oder ein paar Werkzeuge aufsuchen. Er hat natürlich nichts. Er versteckte sich in einem verlassenen Wachturm in der Nähe. Ah, das ist der Wachturm, den haben wir ja schon entdeckt. Du wirst Schlüsselgraphit für ihre Herstellung brauchen. Ich werde es für dich aufschreiben. Dann können wir uns so einen Schlüssel machen. Und dann bauen wir uns mal eben so einen Schlüssel noch. Schnell, ganz kurz. Da ist er schon. So. Okay, also, wir gehen nochmal raus. Das machen wir noch. Sobald ich den Ausgang gefunden habe, hier vorne. Wir gehen nochmal hier raus und gehen nochmal zu dem komischen Wachturm, den wir eigentlich schon entdeckt haben. Aber die eine Truhe konnten wir nicht öffnen. Und jetzt können wir die öffnen. Mit diesem Schlüssel. Lauf, kleiner Junge. Oh, da vorne. Moment, wo war das? Bin in Karkfeld angekommen. Hä? Okay.
Wir sind ja hier hoch zu der komischen Brücke, oder? Ah, da ist er ja schon. Der Wachturm. Das heißt, wir müssen nur noch hier rüber. Neue Idee, Weichglas-Idee. Bögen sind starke Fernkampfwaffen. Sie benötigen Munition zum Schießen. Alle Kreaturen auf der Insel haben Schwachpunkte. Wenn ich diese treffe, erziele ich starke kritische Treffer. Heilwald-Schwert-Idee. Schottermoos, Marholz, Stabseil und Großzapfen. Besseres Schwert, denke ich mal. Gut. Sammle die Ausrüstung aus dem Verstecken ein. Gefundene Ausrüstung. Habe ich doch jetzt gemacht. Hier oben ist noch was. Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht, dadurch, dass wir vorher schon hier rein sind. Okay, interagieren. Ich habe tatsächlich was übersehen. Diese Notiz muss von diesem Menschen geschrieben worden sein. Tag 166. Heute habe ich mich mit einigen Anführern der Gruftdörfer getroffen. Seit Monaten habe ich die kürzesten Routen zwischen diesen uralten Orten kartografiert. Die Gruften sind sehr wichtig für die strahlende Zukunft vor uns. Außerdem habe ich herausgefunden, dass einem die Herstellung eines Muskelbräus Zugang zu jedem Dorf einbringt. Die Häuptlinge lieben das Zeug wirklich sehr. Also mit Muskelbräu offenbar handeln die ganzen Stämme sehr gern. Vor dir liegen gleich mehrere Abenteuer. Im Zielreiter kannst du Quests verfolgen und ausblenden. Okay. Der Zielreiter. Ich hätte gern nochmal mit dem Mammut gesprochen. Habe ich die jetzt schon erfüllt, diese Quests? Wir haben nur noch eine. Inselgeschichten, Hauptgeschichte. Finde eins der Gruftdörfer. Das kann ja überall sein jetzt, ne? Ah, hier oben. Oh, wie groß ist denn die Karte? Oh, okay. Da sind jetzt drei Markierungen. Und in jede dieser Markierungen können wir laufen. Machen wir aber nicht mehr in diesem Durchgang. Das soll es erstmal gewesen sein mit Pein in dieser angespielten Stunde. Und ja, wie lautet mein Fazit? Es ist natürlich nicht vergleichbar unbedingt jetzt mit Legend of Zelda. Da merkt man eigentlich bei Zelda, wie poliert es ist. Es ist aber jetzt auch nicht unbedingt ein schlechtes Spiel. Es ist kein Spiel für mich, das habe ich jetzt auch gemerkt. Weil es natürlich auch wieder jetzt sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird, diese ganzen Umgebungen zu erkunden. Und es ist ganz lieb gemacht. Die Grafik, auch wenn sie relativ simpel ist, finde ich eigentlich auch ganz nett. Die muss nicht immer überbordern sein mit ganz vielen Details oder so. Manchmal ist weniger mehr, dann kann man auch schneller bestimmte Gegenstände oder Ziele erkennen. Das ist auch ganz gut. Und ja, das Kampfsystem ist noch ein bisschen, ne, das habe ich ja schon zweimal jetzt erwähnt, das Kampfsystem ist noch ein bisschen hakelig, aber vielleicht stelle ich mich da einfach auch nur ein bisschen wieder schlecht an, dass ich einfach nicht checke, wie ich mich hier ordentlich verteidige. Aber ich denke mal, wenn du da mal ein bisschen drin bist in der Mechanik, dann kannst du dich relativ gut wehren. Vielleicht, dass du dann anfängst mit einem Bogenangriff, zwei, drei Schüsse abfeuerst und dann in den Nahkampf übergehst. Irgendwie so, könnte ich mir vorstellen, wird das schon ganz gut funktionieren. Was ist das denn da vorne? Komische Wesen gibt es auch hier. Nein! Oh, jetzt greift mich das Vieh wieder an. Was hat der denn auf dem Rücken? Was hast du denn auf dem Rücken, mein Lieber? Eine Schüssel. Eieiei. Oh, natürlich kommen jetzt zwei. Das kannst du ja komplett vergessen. Ich verziehe mich. Da unten ist nochmal einer, oder?
Natürlich, da ist noch mal einer. Oioioi. Da spreche ich gerade eben noch vom Kampfsystem. Und dann kommen mir hier drei so wuchtige Gegner entgegen. Das ist nicht für mich, nix für mich. Hey, hör auf! Ich wollte hier doch... Oh yeah, die sind aber hartnäckig. Na gut, also das soll es gewesen sein mit Pine. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Interesse habt, dann schaut mal auf Steam vorbei. Schaut euch das Spiel selber gern mal an. Ich glaube, da kann man schon einige Stunden hier schön rein versenken. Ach, das ist das ein richtiger Stamm? Das sieht mir so aus, als wäre das ein richtiger Stamm, ne? Und die greifen mich natürlich alle an, weil ich ihnen kein Geschenk gebracht habe. Sehr gut. Guter Mann, der Tollfuß. Bringt immer gleich Geschenke mit. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich zwiebel hier.